Max Kinski. Er ist in der schneidenden Kälte des Erzgebirges als Manuel Kaden zur Welt gekommen. Schon früh war ihm klar, dass es im Showgeschäft mit dem Namen nicht selbstverständlich aufs Siegertreppchen geht. Es war keine Seelenverwandtschaft oder Götzenanbetung an Klaus Kinski, die ihn zu seinem Künstlernamen brachte, sondern ein Geistesblitz mit Niveau. Max Kinski. Ein Name wie ein Fels. Das Studium spülte ihn an unseren Fulda-Strand. Doch Baden und Studieren reichten diesen quirligen Recken bei weitem nicht aus. Und somit trieb es ihn ab 2014 leidenschaftlich ans DJ-Pult deiner Lolita. Mittlerweile beglückt er seine treue Fangemeinde in der neuen Wahlheimat Leipzig. Licht an, Regler auf, hier kommt Max Kinski. Sehen tut ihr ihn schon, hören könnt ihr ihn noch nicht. Ich glaube, jetzt müsstet ihr ihn hören können. Hallo. Ja, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ja, doch, der Chat ja. Könnt ihr ihn hören? Ich glaube, ja. Wir auch. Das freut mich. Hervorragend. Wunder der Technik. Das hat uns echt ein bisschen Sorge gemacht, dass das nicht funktionieren könnte, aber es muss ja auch mal was klappen, ne? Auf Anhieb. Schön, dass du da bist, Max. Ich freue mich, dass Max, es fällt mir schwer, dich Max zu nennen. Ja, ich höre auf beides mittlerweile. Okay. Wie ist es in Leipzig? Eher Max oder eher Manu? Das ist tatsächlich eher Max, genau. Ah, cool. Ja, das vermischt sich so. Konntest du dein Intro noch ein bisschen sehen? Ich konnte es sehen und habe mich köstlich amüsiert. Ah, schön. Das freut uns. So soll es sein. So soll das auch bei den ganzen anderen Intros nachher sein. Soll jeden freuen, sein Intro. Genau. Auf jeden Fall. Ihr könnt gerne mitreden, hinten. Genau. Bob, Lars. Ja. Ich kann euch auch hören. Ich bin noch da. Aber wir haben eine wahnsinnig technisch gute Umsetzung hier. Wir hören dich aus einem Kopfhörer. Um das mal so. Ich hab jetzt doch ohne Kopfhörer. Ich hoffe, es gibt nicht irgendwie, man hört mich nicht doppelt oder sowas. Ein Feedback? Nein. Also bisher kommt vom Chat nichts, dass es sich irgendwie schlecht anhören würde. Wenn es so sein sollte, schreibt es bitte direkt in den Chat. Das hilft uns. Dann versuchen wir, was zu ändern. Max, mein Lieber, wie war es denn irgendwie, wo hast du denn aufgenommen? Das war nicht bei dir in der Wohnung. Nee, das war nicht bei mir in der Wohnung, sondern im Ilses Erika. Auch eine ähnlich traditionelle Tanzkaschemme wie die Lolita-Bar in Kassel hier in Leipzig. Quasi mein neues Zuhause geworden nach der Lolita-Bar in Kassel. Vielen Dank auch nochmal, dass ich das dort aufnehmen durfte. Haben wir gestern Abend gemacht. Genau. Ja, super. Auch großen Dank von hier aus. Wie geht's der Ilse? Ja, wahrscheinlich ähnlich wie euch auch. Ne? Du warst ja auch mal hier gewesen, als das noch im Biergarten und so funktioniert hat. Also auch hier gibt es einen Biergarten, der mehr oder weniger das Ding so ein bisschen über Wasser versucht zu halten. Aber natürlich werden auch die Konten da irgendwann leer und man lässt sich dann alles Mögliche einfallen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Ne? Und wie geht's dir selber? Ich habe mich ja so ganz dem Spießertum verschrieben und bin ja quasi fest angestellt und komme dadurch da sehr gut durch, anders als jetzt irgendwie Kollegen, die wirklich ja ihren Lebensunterhalt mit ihren Kulturbeiträgen versuchen zu verdienen. Von daher bin ich da ja sehr unbeschadet. Momentan ist es einfach nur das Persönliche, was einem fehlt, mal wieder irgendwo aufzulegen im dunklen, schwitzigen Club. Ach, kann ich nachvollziehen. Ja. So. Meine lieben Freunde. Ja, das war's schon wieder. Wir wollen ja dein Set. Ich bin gespannt, weil die Zeit läuft uns, glaube ich, ein bisschen weg. Das Set ist, glaube ich, über 50 Minuten, ne? Ja, ich hoffe, es läuft, es funktioniert. Man sieht mir sicherlich die kleine Überforderung an. Also, wenn man so ein ganzes Jahr nichts gemacht hat. Das kenne ich. Ich glaube, das geht allen so. Ja, also uns auch, wo wir dann die Livestreams die ersten auch gemacht haben und so. Ja. Also es ist echt schwierig und auch ganz anders, vor niemandem wirklich aufzulegen. Ja. Genau. Und es gibt eine kleine Überraschung, einen kleinen Überraschungsgast am Ende. Also vielleicht.